Zum zweiten Mal wurde in Erfurt das Sport- und Spielefest Schlag die Champions von Frau Christiane Bernuth von der Deutschen Soccerliga und dem Geschäftsführer der Jugendberufsförderung Erfurt, Hans-Joachim Beder, eröffnet. Mit den lieben Freunden meine ich unsere Jugendlichen aus der Jugendberufsförderung, ich meine unsere Mitarbeiter. Ich freue mich ganz besonders, dass auch als Erfurter Förderschulen Jugendliche hier sind. Im Rahmen des Deutschen Reha-Tages 2015 wurde die besondere Sportveranstaltung für benachteiligte junge Menschen angeboten, bei der sie sich einmal ausprobieren und mit Sportgrößen wie Olympiasiegern, Weltmeistern, Deutschen Meistern und Champions-League-Gewinnern messen konnten. Der zweimalige Biathlon-Olympiasieger Frank-Peter Rötsch gab den Jugendlichen dabei Tipps. Die berufliche Rehabilitationseinrichtung JBF legt nicht nur Wert auf die Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten während der beruflichen Ausbildung, sondern möchte mit solchen Veranstaltungen die Persönlichkeitsentwicklung der Jugendlichen fördern. Die Deutsche Soccerliga unterstützt die Sportveranstaltung mit tatkräftiger Hilfe und versuchte beim Speed 4 mit Champions-League-Gewinner René Tretschok die nötigen Punkte für die Champions zu gewinnen. Bob-Weltmeister Steffen Grund war begeistert von dem gelebten Miteinander. Vor allem macht es natürlich Spaß, mit den Jugendlichen hier gemeinsam dieses Gerät zu benutzen und die Jugendlichen anzufeuern. Das ist ein Riesenthema Inklusion. Aber nicht nur die Jugendlichen wagten sich auf ungewohntes Terrain. Auch die viermalige Goldmedaillengewinnerin Cornelia Grund-Ender sowie die Fußballgrößen Dixie Dörner und Matthias Döschner betreuten Disziplinen, die sehr viel Geschick erforderten, aber nicht in den ausgeübten Sportarten lagen. Die aktuellen Paralympics-Teilnehmer Isabel Förder und Mario Oehme erklärten, auf was es ankommt. Schlag die Champions 2015. Konnte dich schon einer schlagen, Isabel? Ja, einer. Konnte mich im Prinzip schlagen mit der gleichen Punktzahl, die ich erreicht habe. Mhm. Was sind so die nächsten Wettkämpfe bei dir? Die WM in Doha bei in Katar. Mhm. Ende Oktober, Anfang November. Okay. Zumindest bin ich da für erstmal nominiert und wir gucken mal. Vom Stand her, das ist genauso wie beim Bogenschießen auch, ich muss eine bestimmte Standposition einnehmen. Ja, okay. Und immer die gleichen Bewegungsablauf machen, wie beim Bogenschießen genauso, also passt das schon. Beim Bogenschießen habe ich ja angefangen, seitdem ich im Rollstuhl sitze und mache das jetzt schon seit über 20 Jahren. Ich habe halt einen Sprung gleich geschafft, ich habe 93 angefangen und Ende 93 war ich in der Nationalmannschaft. Jetzt habe ich bis jetzt schon 3 Paralympics teilgenommen, 2-mal Gold geholt. Ausdauer, Wissen und Technik sind Grundlagen. Aber auch die selbstgesteckten Ziele zu erreichen, ist wichtig. Wir sind schon mal geschlagen worden. Da war ein junger Herr, der hat uns richtig hier mit 44 Punkten, war wirklich sehr gut. Was habt ihr vorgelegt? 42, ne? Ja, 42. So, der hat es richtig gut gemacht. Ja. Ja, aber das ist echt wahnsinnig, was sie hier alles gemacht haben, organisiert haben. Das finde ich echt richtig toll. Wann ist euer nächstes Spiel? Jetzt am Sonntag ist unser erstes wichtiges Spiel. Wir spielen Supercup. Also die Vorbereitung ist jetzt dann zu Ende und am Sonntag geht's richtig los. Nach 20 Sportstationen, vom Rennrodel mit Silke Kraus-Hapilach bis hin zu einer Reaktionswand mit den Spielerinnen des Thüringer HC, Danik Snelder und Lotte Prack, lagen die Jugendlichen mit 17 Punkten sogar vor den Champions. Doch gewonnen haben alle.
Mit einer Goldmedaille und einem Fußball der Deutschen Soccerliga wurden alle Teilnehmer ausgezeichnet. Sondern dass es einfach ganz viel persönliches Herzblut dahinter steckt. Und liebe Herr Beder, vor allem Ihr Herzblut, das ist hier überall verstreut und ohne Sie würden wir heute so nicht hier stehen. Vielen, vielen Dank. Spitzensportler hautnah zu erleben, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sich mit ihnen zu messen, war für alle Jugendlichen der JBF Erfurt sowie den eingeladenen Förderschülern ein einzigartiger und erlebnisreicher Tag. Stellvertretend für alle Teilnehmer des heutigen Tages, für alle, die bei Schlacht die Champions 2015 teilgenommen haben, diesen Pokal überreichen. Und diesen Pokal werden wir in unsere Vitrine wieder stellen, die ihr ja kennt. Ganz, ganz großes Dankeschön an euch. Einen wunderschönen Tag noch. Thank you.